Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Neue Aufnahmesession mit Tyron. Hallo. Er ist auch wieder am Zug. Ich habe in der letzten Folge drei Viertel der Folge gespielt. Am Ende durfte er sie dann noch ein bisschen probieren, die Malenia. Mal gucken, wie es diesmal laufen wird. Schön ist ja, dass er einen halt wirklich einfach Zeit lässt am Anfang, ne? Das sieht sehr gut aus. Kann ich damit noch? Ja. Sehr gut. Ich würde jetzt so ein Dingens nehmen. So ein Splitter für die FP. Solange sie jetzt hier noch down ist. Und jetzt ausnutzen, dass der Imitator noch da ist. All in. Okay, ich glaube, es wird doch nichts. Er hatte zu wenig Leben in der zweiten Phase. Ohne Mimik ist das übel, Alter. Das ist ein guter Try gewesen. Das Ding ist, gestern war ich ja sowieso noch am Arsch. Nach der Arbeit, nach dem Textgebiet, vorher den ganzen Halligbaum, was du alles machen musst. Ja. Es muss nur so weit gut laufen, dass der Mimik halt für die zweite Phase noch genug Leben hat. Das ist die beste Voraussetzung. Er hat gut Leben. Das hat mir auch ein paar Mal getötet. Genau. Ja. Weg kommt man auf gar keinen Fall. Das hat mir auch einig, das Gefühl einfach, du musst es genau richtig abzählen.
Aber der Imitator wollte gerade echt noch gut leben. Fühlt sich so dreckig an, sich so auf den Imitator verlassen zu müssen, ne? Oder so. Das, was ich mit dem Keanu gestern hatte, mit dieser Attacke, ne? Wenn du da richtig getimed in ihr reinspringst und an ihr dran bleibst, dann trifft diese Attacke dich nicht. Ja, wenn du es irgendwie auch ein bisschen hinter sie schaffst. Das ist ja das, was ich meinte. Du musst so schräg erst in ihr rein dodgen, direkt zurück und dann hast du eigentlich einen Großteil schon überstanden. Es ist halt trotzdem schwierig, das zu vermeiden, dass du überhaupt nicht getroffen wirst, aber so überlebst du es vielleicht am besten. Ich habe es gestern auch ein paar Mal geschafft. Ja, den Angriff auch zu erkennen ist bei mir erst Ding. Große sterben. Muss. Spiel hat uns viel zu sehr verwöhnt. Ganzen Boss alle viel zu schnell gelegt. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen wirklichen Boss. Also wenn es sich in der Luft nicht stunnen lässt, dann ist es der Angriff. Kann ich mir jetzt merken. Uff. Das Ding ist, sie ist halt ein grauer Hardcounter gegen mich, ne? Weil ich so aggressiv immer spiele. Wenn sie einmal so einen Angriff anfängt, Alter, dann war es schon zu spät für mich aufzuhören. So schnell geht's. Ein Wirbler ist halt schon, wenn er trifft, fast tot, Digga.
Das macht ja weiter Schaden. Ja, du musst warten. Jetzt. Da kannst du echt, wenn sie dann noch so hocken tut, gut Schaden geben. Selber Attacke wieder? Nee, gar nichts. Oh mein Gott. Imitator ist auf jeden Fall tot. Ja. Das kannst du ja nicht mal dodgen, weil du so viel Ausdauer frisst. Ja, ich wegrennen kannst du auch nicht, Digga, bis du mal anfängst zu rennen, bist du tot. Der Angriff, das ist voll schwul, Digga. Du kannst ja gar nichts machen, Alter. Die spammt einfach nur die Dinger durch. Und wenn man dodgt, Digga, hat man keine Ausdauer mehr. Was soll man machen, Alter? Das ist halt auch das Katana, ne? Unser Imitator benutzt es halt perfekt. Ja, und vor allem mit unendlich FP lernen oder so. Das hat er noch sehr gut Leben. Oh, nicht wrecken lassen. Und es ist genau der Angriff. Ja. Was? Das war's mit ihm. Glaubst du, du würdest den Boss schaffen ohne Mimiktier? Nee. Also wenn das Leben Wrecken nicht wäre bei ihr, dann schon irgendwann. Ja. Aber der mit dem Lebensraub unmöglich.
Ja, allein, dass er doch halt durch Schild durchgeht, ne? Ja, das ist es nämlich. Ohne Lebensraub definitiv irgendwann schon. Aber der Lebensraub, der ist halt hier der Gamechanger für sie. Das macht es hier alles so unglaublich schwer. Der Lebensraub ist für mich nicht mal das Problem, muss ich sogar sagen, ne? Das Problem für mich ist nur dieser Wirbelangriff auch. Ich glaube, wenn die den ich machen würde, könnte ich sogar durchschaffen ohne Mimik dir. Aber allein, dass sie den zu jeder Zeit triggern kann, und wenn du es halt im falschen Moment erst bemerkst, bist du halt gefickt. Dann ist vorbei. Du kannst so viel dodgen und blocken, wie du willst, die kommt gefühlt dann einfach durch, Digga. Ja, der in der zweiten Phase ist ja noch schlimmer. Hast du ja gerade gesehen. Ja. Oder dieser Angriff, wo sie in die Luft geht, wo sie diese ganzen Schatten auf dich werfen, die Angreifer. Ja. Der hat sogar selber gesagt, das ist ja. Du kannst. Normalerweise ist ja Dodgen immer die bessere Option, weil du ja weniger Ausdauer damit verbrauchst. Aber nicht mal das reicht, damit wir nicht leer gehen. Und es ist ja nicht so, dass wir Ausdauer nicht geskillt hätten, Digga, wir sind sogar ziemlich gut drin, aber. Trotzdem. Bring noch nicht immer weg. Ich glaube, wenn es nur der Lebensraum wäre, ohne den Wirbler, wäre sogar ohne Mimiktier besser, Digga. Gefühlt so. Weil sie sich dann nicht wecken kann, wenn man sie tot bekommen kann, sogar. Quasi so mäßig. Es ist nur dieser Wirbler. Jedes Mal, wenn die den macht, ist bei mir direkt vorbei. Mimiktier totgebumst, ich totgebumst, ich komme nicht weg. Jetzt nochmal eine gute Kombo. Nehme ich noch fast voll. Das sieht nicht gut aus. Ne. Na, besser wieder so vorhin auf jeden Fall. Die lebt ja noch. Wäre jetzt vor dem Wirbel auf die Knie gegangen, wäre es perfekt gewesen mit dem vielen Leben. Ja. Digga, wo enden die hin, Digga? Auf den Mimik, Alter.
Der Angriff ist halt auch so dreckig, ne? Wenn es auf 1 zu 1 spammt, Alter. Digga, der Schlag einfach geblockt worden. Hier mal, Digga, der ging einfach ins Aus. Abseits. Oh, jetzt bloß kein Wirbler. Zu spam! Digga, oh. Wie wird mich hier das geredet, Digga? Wie die sich doch fetzen, Junge. Der Hurensohn wartet immer, bis wir tot sind, bevor er abgeht, Digga. Bevor er einen richtigen Kampf startet. Geh auf die Knie, du Bitch! Jawoll, das sieht gut aus. Hat noch gut Leben. Oh mein Gott! Digga, es ist so unfair. Ich weiß halt nicht mal, in welche Richtung ich dodgen muss, weil du nichts siehst. Alter, also das ist ja so heftig, dieser Beyblade-Move. Es ist halt wirklich für mich nur der Wirbelangriff, ne? Es ist so dämlich. Weißt du, jetzt so coole Moves und so, die alle echt eigentlich klar gehen. Nur dieser Move, der ist so unfair, weil die den halt 3-4 Mal macht. Du kommst dagegen nicht durch. Und dann auch noch, wenn es anfängt zu fliegen, Digga, dann kannst du sowieso nichts mehr machen, weil ich sehe ja nicht mal wohin. Ich sehe ja nicht mal was. Der ganze Bildschirm flackert nur noch, Epilepsieangriff. Jetzt. Wie wir im Ladebildschirm im Blade sehen, ne? Der drückt uns Daumen. Digga, das drückt gar nichts mehr, das Maus tot. Aus dem Jenseits. Digga, nichts. Ich glaube, der ist born, Digga, auch im Verstand, Alter. So fertig wie der war.
auch aufgefallen, wenn man die so an dem Rand richtig schön umzingelt, dann hat's auch gar nicht mal so viele Chancen, ne? Ja, weil er nicht immer so gut wegspringen kann. Nee, nee, glaub doch nicht rein. Jetzt kommt der Beyblade gleich wieder. Oh. Jetzt kommt er, oder? Nee. Aber der Move ist auch gefährlich, wo es reinsteckt oder auf den Boden und es noch explodieren wird. Yeah. Oh, das macht wieder alle Bock vor. Okay, das war's mit Mimik. Jetzt kommen die Moves, oder? Oh ja, Digga. Das ist. Das, also der ganze Kampf, du hast ja gemerkt, bei ihr bin ich ja ruhig geblieben, weil mich hat ja nichts genervt. Aber der Angriff ist wirklich das Einzige, das mir im Kampf nicht gefällt. Das Einzige. Nicht mit der Lebenshaupt nervt mich. Nur der Wirbler. Weil du bist einfach gefickt. Einfach gefickt. Der Angriff ist auch so ätzend, Alter. Vor allem, das ist halt auch die Kombination aus beiden, ne? Dann spammen die da 20 Schläge oder so und heilt sich auch noch mit den Schlägen. Mit allen Schlägen. Alter. Digga, warum kriege ich von meinem App Store die ganze Zeit Benachrichtigungen, Alter? Was interessiert mich? Jewel Blitz Zone 4, Digga, was? Welcher Knopf? Wen habt ihr verarscht, Alter? Jetzt geht's wieder los. Guck ihr Leben an. Juhu, wieder nach oben. Whee. Dann schau dir das Leben vom Mimik an.
Und ich sehe halt nicht mal, was passiert, ne? Ich sehe nur, wie sie rumwirbelt, sich im Kreis dreht, dann ist er auf einmal wieder vor mir und schon vorbei. Und dann fängt sie den Kampf halt direkt damit an, die wollte es schnell beenden, weißt du, die wollte schon gar nicht lang rummachen jetzt, ja. Ohne den Wirbelangriff hätte ich sie sogar tot gehabt, ne? Schon tot bekommen. Weil so an sich geht die eigentlich sogar echt klar. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ich meine, ich spiele jetzt gerade wie ein kompletter Kacklappen, weil ich nur auf Mimik gerade auch wieder spiele. Nur aufs Draufgehen gegen Psycho, aber ich glaube auch so, die ist eigentlich absolut machbar. Wenn sie nicht wirbelt. Weil wenn sie wieder eine Folge Beyblade geschaut hat, dann ist halt der Kritische. Finische sie bitte. Oh, jetzt hat er aber noch sehr viel Leben. Jetzt muss er nur noch ein paar gute Bombo-Kombos machen. Oh, Play, oder? Ne, das wieder. Kennt man auch so schwer, ne? Ja. Der für mich ist alles, wo hochspringt du Beyblade. Der weiß auch irgendwie so ist. Oh, der arme Tator ist tot. Komplett totgebumst worden. Tot. Was
soll man gegen diesen Angriff machen? Also jetzt mal no joke, alles geht klar, aber dieser Angriff, was hätte ich jetzt machen sollen? Der Mimik hatte gerade nur ungefähr Hälfte Leben und diese Schattenangriffe hat ihn gerade komplett totgefickt. Der wurde zwei, dreimal davon getroffen, weg war er. Was hätte ich da jetzt machen sollen? Ich bin ja den ersten Angriff sogar gedodged, ne? Ich bin ja auf sie zugedodged durch den ersten durch, aber... Dann der... Wie viele waren das? Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Hit hat mich getroffen. Dann der 9. bis 20. Hit hat mich noch getroffen und dann war halt vorbei. Der 21. Hit, den habe ich vergessen. Wo sie noch auf meine Leiche eingeschlagen hat. Und wenn ich den Angriff schon sehe, Digga, eigentlich brauche ich nicht auch gar nicht versuchen zu blocken oder so. Weil, Digga, so viele Hits, das kannst du vergessen, Alter. Wahrheit ist einfach Sieger, mein Charakter. Halt durch, Bruder! Oh, jetzt kommt's. Oder doch wieder nicht. Oh! Was hatten die am Ende gemacht? Hat die reingechoked oder was? Die hatten falschen Knopf gedrückt, Digga. Die wollten einen anderen Angriff eigentlich machen. Ich glaube, die war am Ende überfordert irgendwie. Sie hat die falsche Kombo eingegeben. Weißt du, dass es traurig ist? Ha? Es fühlt sich halt gar nicht gut an, irgendwie, weil ich mich mit der Mimiktier so schmutzig fühle, Digga. Ich bin da halt wie Keanu, ne? Eigentlich. Das mit der Mimiktier, ich finde es. Natürlich. Oh, es ist schon ein Achievement ohne Ding, aber. Ohne die OP-Asche wäre das halt schon noch mal ein bisschen mehr, ne? Wäre schon ein bisschen cooler. Aber. Ein Meilenstein gesetzt. Der Gaming-Geschichte. Malenia besiegt. Das tätowiere ich mir auf dem Rücken. Hau die FP hoch. Es wird lustig, wenn wir mal zu zweit dann bei ihr stehen. Mit noch doppeltem Leben bei ihr. Ja. Oh Gott, das ist. Vor allem, weil ich denn einen schönen Teil habe, und zwar, dass ich einfach nur auf die 1 spammen muss. Wobei ich, wenn sie einen Wirbler macht, genauso im Arsch bin. Ja, cool, das ist hier ihre schöne Blume. Rickards Rune, Radans Rune und ihre Rune, alle leer. Die zwei haben wir, glaube ich, sogar verkackt bei unseren One jetzt, ja. Den isolierten heiligen Turm jenseits der verlorenen großen Brücke. Der was bei dem wo hinter was? Dicke, was geht ab? Aber das heißt, wir sind ja hier unten jetzt eigentlich fertig, ne? Also. Wir haben es geschafft.
jetzt mal zu Feste gehen und mal gucken wegen dem Echo, was wir kriegen. Ich hab mir gerade gedacht. Wollte nur noch mal sicher gehen. Dieses Katana kriegen. Ich wollte gerade nur noch mal sicher gehen, ob ich auch das Ding aktiviert habe. Die Gnade, Alter. Nicht, dass wir irgendwie was verkacken oder so, Alter. So schön warm hier drin, ne? Ja, und dann welches Zimmer? Dann machen wir auch ihre Rune jetzt aber mal vollständig, ne? Solange wir noch können. Wir haben die Finger vorher nicht gemacht. Nö. Begeisterung. Fresh. Nein! Es geht aber noch. Ihre Rüstung. Oh, man kriegt halt wirklich die ganze Rüstung. Oh! Digga, von der Loretta auch oder was? Lass ihre Rüstung auf jeden Fall holen von der Malenia. Ja, Digga, ich werde die Rüstung auch in unseren One dann auch anziehen, ne? Ja, stimmt, vom Ding gibt's auch den Umhang, Digga. Das Ding ist, eigentlich sind das nur ihre Prothesen, die wir anziehen. Ja, Gott, irgendwie ein bisschen komisch, wenn man drüber nachdenkt. Fresh, Digga. Marlene hat sich im Bart wachsen lassen. Die Tragen hat auch ihren Schlummer, Digga. Was ist das, Digga? Oh Gott. Stimmt, und die Wichser haben wir auch noch. Die anderen beiden. Roter Riesenhaarzopf. Brennoflamme. Ah, das ist das. Hat er, glaube ich, auch gemacht, wo so Feuersäulen aus dem Boden kamen, ne? Ja. Und seine Peitsche. Oh, das hört sich cool an. Glaube 21. Also. Ich glaube, wir können mit beiden aber nicht viel anfangen. Ich meine, höchstens vielleicht der Zauber, aber der Zauber wäre auch noch kostenlos. Malikets schwarze Klinge. Ja, das habe ich schon geholt. Wir hatten ja sein Echo zweimal. Ah, stimmt. Ich habe gerade gedacht, wegen Schicksalstod, da habe ich doch schon was gelesen. Seine Klinge hier gehört zu den Top 3 besten Waffen im Spiel. Ich denke, dass der Effekt halt auch stark sein wird. Da wird der aufgezählt, die Malenias ihre Klinge. Was war das dritte nochmal? Ich glaube auch hier blutiger Strom. Ja, blutiger Strom, ja. Die Sterngeist, also von Radan, ist auch sehr hoch gerankt, soweit ich weiß, wie ich es kenne. Aber die ist auch richtig geil. Ja. Aber ich schaue ja so einige Streamer an und die meisten, die ich sehe, die rennen alle mit Malenias Rüstung rum und ihr Katana. Was einfach halt, erstmal sieht's geil aus und das Katana ist halt behindert stark. Ich meine, guck dir das an, Alter. Malenias Hand, so hieß es. Stimmt. Tanzt der gar nicht hier. Schnittkombo, ja, das Reihe ist das. Einbeinig, oh mein Gott, einbeiniger Sprünge für eine schnelle und elegante Schnittkombo aus, die an die Balz des Kranichs erinnert. Wiederholt ein, mein Gott, ja, was nehmen wir wohl? Natürlich den Zauber, den wir nicht nutzen können. Ah, den Move. Jedes Mal, wenn die Scharlachblume erblüht, schreitet Malenias Fäulnis weiter fort. Zweimal ist sie bereits erblüht, beim dritten Mal wird sie zu einer wahren Göttin. Das ist sowas, was wir auf jeden Fall New Game Plus noch holen sollten. Ja, jetzt habe ich mir gerade gedacht, ob wir noch irgendwo ein Mausoleum haben, damit wir das auch holen können. Wir haben, glaube ich, sogar noch eins, ne? Irgendwo am Seeland, wo wir nicht wussten, wie wir oben hinkommen. Stimmt. Die Dinger kaputt machen. Da könnten wir es verdoppeln noch, ja. Ja, aber als erstes natürlich Schick 48. Also, war zu erwarten, aber ja. Schick 48. Ja, Geschick ist ja auch generell gut, das ist auch für die Hände gut, der Schaden. Ja, und das ist auch, wie du auf dem Pferd zockst, dass du nicht so leicht runtergeschlagen wirst. Das ist ja Ding bei meinem Charakter dann,
werde ich ja auf Glaube und Geschick gehen, ne? Die beiden Sachen werde ich hochskillen. Oh, guck's dir an. Das ist so über. Schau mal das hier an, okay? Das ist schon eins der längeren Katanas, ne? Ja. Okay, cool. Das ist Ticken länger, okay, cool. Dann kommt halt das Ja. Teil. Ja. Und jetzt schau dir mal das an, und zwar. Das kürzeste Katana. Das längste Katana, oh mein Gott. Ach du Scheiße, Alter. 48 geschickt, Digga, da muss man ja ordentlich farmen. Ja, oder halt ein Bild benutzen, nicht so wie wir. Zum Beispiel bei mir wäre das sogar realistisch, weil ich werde mich halt auf Glaube, Geschick und mich ein bisschen auf Arkan konzentrieren. Dschungelschmiedchen 1 haben wir nicht. Traurig. Jetzt will ich mal kurz den Move anschauen. Braucht mich jetzt einfach hier zu Kyrian, da ist nämlich kein nichts los, da ist schön ruhig. Dort nur eine große Frau. Kann eine Kyrian natürlich nichts machen. Genau wie ich es mir damals schon erhofft habe. Der aufgeladene Heavy mit den Riesenteil, Digga. Oh mein Gott, Alter. Verpiss dich. Ja. Gott, das ist so geil. Oh mein Geh Gott. mal vor dir auf den Felsen da hoch. Das ist auch das, was die Leute machen. Die gehen da nämlich immer hin auf Brücken und sowas und suchen Secret Areas, wo sie dann in die Luft springen und damit sich dann noch weiter voran bewegen in der Luft. Ah, ja. Das ist der Move, glaube ich. Soll ich jetzt mich in den Tod wirbeln, oder? Nein, nein, du, ne, einfach mal springen und dann machen. Geht nicht. Nee, dann machen sie es von der Klippe aus runter. Digga, dieser Move ist so krank. Digga. Wie man halt wirklich rumhupft, Digga. Wirklich heftig, Alter. Ja, stell dir mal vor, das ist ja dann noch besser, wenn wir dann auch geschult sind, richtig. Ja. Ja, weil ich glaube, dann kommen auch erst noch diese Hiebe um sie, um die Klinge herum, ne? Wir haben ja jetzt gar nicht, dass es auch um uns so rum so komplett drum fetzt, Alter. Warte mal, das Mausoleum, was fehlt, das war. Ja, das war hier links oben irgendwo. Hier so mäßig, ich glaube, hier war das. Oh mein Gott, Digga. Und wir. Digga, vor allem, wir sind ja nicht mal schwer belastet, ne? Weil wir Radans Rüstung ausgehalten Ja. Aber die Werte von der sind, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Ja, es geht. 10 leichter. Und dafür auch so 9 ungefähr weniger bei den körperlichen Schäden. Und plus 10 Style. Darf man nicht vergessen. Nur kurz mit der Schildkröte reden. Ob es ihr noch gut geht. To experience the miracle, kneel in absolution. Na, das ist ja das mit dem Tau. So. Malenia ist zurückgekehrt. Sie reist jetzt durchs Land und hat einen Bart. Sie greift wandelnde Mausoleen an. Letzte Folge haben wir so, sagen wir mal, wie lange hast du da probiert? So 20 Minuten so, ne? Irgendwie so, ja. Und jetzt hast du, haben wir mal so 30, 40 Minuten gebraucht. 30, 35 sowas. Sagen wir mal, insgesamt haben wir jetzt die getried in den Folgen eine Stunde. So. Okay, eine Also in den Stunde. Folgen hatte ich getwittert, jetzt eine Stunde quasi, ja. Das heißt, zwar keine schwache Leistung. Ich bin positiv überrascht. Trotz des Mimics. Da mein Handy vibriert, denke ich, dass schon die Siegesbotschaften verbreitet werden. Ja. Ich habe jetzt aber geschrieben, ungefähr eine Stunde. War das doch schon da vorne? Wo war der? Nee, Ich glaube, hier warte. links, hier oben, ne? Ich glaube. Ja, wie komme ich da runter lang? Oh, ich glaube, da komme ich nicht runter. Ich glaube, da bin ich ja bei dem Ding oben.
Und ich mal kurz gucken, wie viel wir hier noch haben. Achso, ist ja gleich vorbei, wurde ja schon angezeigt. Ja. Scheiße, Digga. Gibt's hier keinen schnellen Weg hier, der zack. Ja, aber es fühlt sich gut an. Hat man die Panik bei mir noch gespürt, by the way, am Ende? Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum macht denn da den Special Move und haut nochmal drauf, du hast so viel FP gehabt. Ja, aber das Problem war, wäre sie weggesprungen, wäre ich tot gewesen. Aber sie hat auch nichts mehr gemacht. Sie stand einfach nur noch da und hat immer reagiert, sie war geschockt oder so. Ja, sie hat Ding. Sie hat schon noch gemacht, aber sie war halt noch von der Animation vom Angriff drinne. Wo sie auf dem Boden die Explosion macht. Da bleibt die, glaube ich, allgemein immer kurz stehen. Und ich stehe da. Und vor allem, das war wie so ein Quicktime-Event, ne? Das war wie so. Ding, wie heißt's, Digga, hier ist eine Gnade, die wir noch nicht haben. Wie so ein. Ja, Quicktime-Event. Wo du ganz schnell, wie ein Telltale, wo du ganz schnell entscheiden musst, links oder rechts. Was machst du? Links, rechts. Welche Option nimmst du? Und zwar schlage ich weiter auf sie ein und riskiere zu sterben oder töte sie halt, wie ich es gemacht habe. Oder dodge ich noch mal weg und versuche noch mal kurz mich zu heilen. Und mir ist scheißegal, was gewesen wäre. Ich habe weiter auf sie eingedrescht und habe sie tot bekommen, Digga. Du hast mein Leben gesehen, ne? Ich war nichts mehr, Digga. Mein Lebensbalken war leer, Alter. Aber zum Glück hat sie ihre Prothesen nicht geölt. Wäre schlecht gewesen. Digga, bin ich jetzt behindert? Digga. Schlecht. Vor allem weißt du, was das Schöne ist, was ich ja gerade gesehen habe. Der Zauber braucht ja Glaube, ne? Ja. Und ihre Klinge braucht Geschick. Ja, passt. Und was? Und was habe ich vorhin gesagt? Das ist wohl ein Glücksfall für mich heute. Oder wenn es dann soweit ist. Jetzt fehlt nur noch Mock und Radagon. Ja. Und halt die, was noch übrig sind. Ja, dann die Hauptgegner noch. Ja, und ja, die kleinen Wichser noch. Und bei dem, das ist das Ding, da waren jetzt die Dinger nicht unten und sind hochgekommen. Ich habe versucht, das da vorne mit dem Luftstrom, ob das vielleicht das damit ist, aber. Ich habe schon versucht, ihn näher zu locken, aber irgendwie will der nicht so. Ja. Ja, das könnte hinhauen. Wenn er ein bisschen mehr zu uns kommt. Mal schauen, ob da vielleicht auch noch irgendwo hinten ein Luftstrom oder so ist. Oder ob man auf den Stein hoch kann, weil theoretisch können wir von einem hohen genug einen Punkt auch springen, aber. Nur mal anmerken, warte mal. Also wie verstörend das wieder ausschaut, ne? Ach. Und zwar. Ich hab gleich vorbei, du musst uns retten. Ich kann mal hier kurz weg. Digga, die schießen mit dem Bogen auf uns, die Hohensinne. Was soll denn der Scheiß? So, das war eine weitere Folge Elden Ring. Letztendlich haben wir ungefähr, als wir angekommen sind, gebraucht und sagen wir mal 40 Minuten ungefähr jetzt in dieser Folge. Und Marlene hat es gefallen. Sie war am Ende sichtlich geschockt, wie wir sehen konnten. Sie hat nicht mehr gewusst, was sie machen soll. Vielleicht haben die Prothesen versagt, wir wissen es nicht. Haut rein, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja.